Moin und herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video. Heute wollen wir uns mal das Museum von Lego anschauen mit der Nummer 10326 mit über 4014 Teilen. Offizieller Verkaufspreis oder unverbindliche Preisempfehlung 299,99 direkt bei Lego. Ja, man kriegt es mittlerweile auch schon für 270 mit Versand bei anderen Händlern. Also, wenn euch das interessiert, einfach mal ein bisschen googeln, dann findet ihr vielleicht auch einen besseren Preis. So sieht das Schmuckstück aus. Hat eine Altersempfehlung von 18 Jahren aufwärts, hat 7 Minifiguren dabei und ist ein Set, um kurz zu überlegen, aus dem letzten Jahr, ich glaube 2023 kam das auf den Markt. So sieht es einmal aus. Genau. So, bevor wir anfangen, will ich euch einmal ganz kurz die Aufbauanleitung zeigen. Hier haben wir das dicke Buch. Ein ganz schön dicker Schinken. Alles in Dunkel gehalten. Aufbau war relativ einfach. Genau, hier haben wir insgesamt, mal ganz kurz gucken. Die Anleitung hat 390 Seiten insgesamt mit der Teileauflistung. Hat aber insgesamt 552 Bauabschnitte. So sieht es aus. Wollen wir jetzt mal messen mit unserem super Gliedermaßstab. Das Schöne an dem Set ist, es ist endlich mal wieder ein größeres Haus, was über 1,5 Platten geht, also eine 32x32er Noppenplatte plus dann mal eine 16x32er Noppenplatte, sodass wir auf eine Gesamtbreite kommen von 38,2 cm und eine Tiefe von 25,5 cm, weil wir mit 32 Noppen in diese Richtung und insgesamt 48 Noppen über diese Länge. So, eine Gesamthöhe von, mal kurz ein bisschen gucken, ein bisschen schätzen hier. Oh, ich schätze mal oben, die sind halt Spitzen, sind wir so bei 32 cm. Genau, wir haben einige Minifiguren dabei. Hier unten sehen wir sie schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So wie es auch auf der Internetseite steht bei Lego. Genau, wieder ein paar neue Figuren. Hier, das sind so, ja, so Folien. Sind das erste hatte ja, dass wir einen Aufkleber. Das sind Folien, die einfach hier so runterhängen auf beiden Seiten. Ja, das Ganze nett gemacht mit dem Baum hier vorne im Vorgarten. Generell ganz cool gemacht mit dem Zaun. Hier unten haben wir halt den älteren Herrn oder Dame. Mal kurz gucken. Wir werden nichts Falsches sagen. Oh, sieht aus wie ein Herr. Haare könnte auch eine Frau sein. Ja. Oder einfach divers. Hier haben wir einen kleinen Fensterputzer. Der macht die Fensterscheiben alle sauber. Ich kann den auch nochmal von vorne zeigen. Arm runter. Genau. So sieht er aus. Von hinten. Ja. Zack. Von hinten haben wir noch mal einen kleinen Hund hier mit einem großen Knochen. Der ist natürlich ganz gierig auf den Knochen. Hat eine kleine Tür zum Rein- und Rausgehen. Fluchtweg wahrscheinlich. Genau, hier so eine Ringrinne, die sich vom Erdgeschoss bis ins Obergeschoss leiten lässt. Dann haben wir oben noch eine Tür. Hier oben auch noch mal eine. Wenn man mal so richtig guckt auf die Tür hier oben, ist ja doch ziemlich risikoreich, wenn eine Person hier rauskommt. Die Unfallgefahr ist natürlich sehr groß, dass man hier runterstürzt. Hier fehlt irgendwie noch ein Geländer, finde ich. Aber gut. So, wollen wir mal das obere Teil abnehmen. Ich sehe gerade, das kann ich richtig drauf hier. Genau. Ich schiebe das mal wieder zurück hier. Ja, so sieht es aus. Oh. Nichts Großartiges. So sieht es von unten aus.
Lass mal hier oben rauf auf den Karton. So, dann haben wir dann die andere Ebene. Ich drehe das mal so ein bisschen. So sieht es von oben aus. Genau, hier haben wir den großen Dino, der auf dem Karton hier vorne ist. Der ist natürlich drinne in der Ausstellung. Das zeige ich gleich nochmal von unten. Genau, hier haben wir das Sonnensystem. Mit einer Treppe, die diesmal ganz anders gebaut worden ist. Das ist echt cool geworden. Also von der Bauart her mal was anderes. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen aus dem Museum, die man uns angucken kann. Das Schöne ist eben halt, hoffentlich erzähle ich keinen Quatsch, es waren keine Aufkleber dabei. Das war echt großartig. Ich musste mich gerade mal überlegen, war ein Aufkleber dabei oder nicht, weil es schon ein paar Tage her ist, wo ich das gebaut habe. Aber nein, da war kein Aufkleber dabei. Genau. Ich auch nochmal von hinten. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man auch wieder leichte Farbunterschiede zwischen den Steinen, obwohl das exakt derselbe Stein ist. Aber auch hier gibt es Unterschiede. Was immer sehr schade ist. So, jetzt kommen wir zum Erdgeschoss. Achso, genau. Und was hier beim Obergeschoss auch sehr, sehr schade ist. Also da haben wir ein Set, was 300 Euro kostet. Und wieso haben wir hier oben keine Fliesen auf dem Fußboden? Warum ist der Boden nicht gefliest? Auf die Partei mehr oder weniger? Ich weiß nicht. Das hätte man ruhig machen können. Keine Fliesen im Obergeschoss. Da hat das Geld nicht mehr für gereicht. So, hier unten das Erdgeschoss. Hier ist natürlich alles gefliest. Hier haben wir auch einmal die Treppe nach oben. Dann haben wir hier diesen Dino. Den kann man auch rausnehmen. Und so sieht er aus. Hier vorne auf dem Karton. Ich habe den mal abgemacht, bevor der gleich rausfällt. Ich glaube, der würde sonst rausfallen. Dann wird er mir einfach hier nur so rüber gestülpt. Das unten. So ein Loch, dann kann man die da so gut stülpen. Genau, hier vorne haben wir, wenn wir hier reingehen durch die Tür, durch die Museumstür, haben wir so einen kleinen Tresen, wo man sein Ticket kaufen kann und ein paar Souvenirs. Hier oben haben wir noch die Toilette drin, da ist der Eingang. Jetzt fliegen schon die Blumen weg hier. Genau, da haben wir die Tür zur Toilette. Und da haben wir dann noch eine kleine Toilette. Hier haben wir auch noch mal eine Tür. Da geht es rein zum Labor. Ja, so viel kann man gar nicht drin sehen. Also ich habe, ich glaube, es gibt andere Klemmbausteine-Sets, wo doch deutlich mehr drin zu sehen ist. Wenn ich mir überlege, dass ein Museum, ich weiß gar nicht mehr, von welchem Hersteller das war, da war auf jeden Fall gefühlt mehrere zu entdecken. Muss ich ehrlich sagen, gerade. Ne, hier unten sehen wir es nochmal schön: die 16x32er Noppenplatte und hier die 32x32 Noppenplatte. Generell trotzdem ein sehr, sehr schönes Set. Ich freue mich, dass ich das endlich bei uns einbauen kann in die Klemmbausteine-Welt. Und wie gesagt, mich halt freut, dass es so ein großes Haus ist, dass es über anderthalb Platten geht. Passt natürlich super zu dem Modular von Lego, dieses 10 Jahre, weil das ja auch über anderthalb Platten ging. Das war natürlich immer einzigartig. Und es war immer ein bisschen blöde, wenn man so Platz hat, immer genau für 32er Noppenplattenhäuser. Wenn das eine 48 Noppen ist. Und jetzt haben wir endlich wieder den Ausgleich, 48 plus 48. Dann kommen wir wieder auf eine gerade Summe. Dass wir genau dann exakt drei Häuser haben von den anderen. So, machen wir mal wieder das Dach drauf. Ups, der fällt schon auseinander. Aber das konnte man einfach anstecken hier. Zack. Ach, jetzt haben wir den Dino vergessen hier. Mann. Falls es jemand interessiert, wie hoch der Dino ist, können wir einmal kurz messen. Der Dino hat eine Höhe von knapp 16 cm. Mit seinem Fuß sind wir bei knapp 5 cm. Ja. Der muss natürlich wieder rein. Nicht, dass die Besucher den Dino vermissen, den sie unbedingt sehen wollten. Zack.
Super, passt wieder alles. Was natürlich bei so einem Set nicht fehlen darf, finde ich, habe ich mir schon da besorgt, ein Lichterset. Gibt es aber natürlich nicht von Lego, von anderem Hersteller. Also hier werde ich nochmal ein kleines Update machen, sobald ich das Lichterset eingebaut habe. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich sage mal so, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.